Mein letzter Urlaub war in Sachsen. Ohne Scheiß, ja. Ich war in der sächsischen Schweiz. Ich weiß, einige sind verwirrt, so, oh, dachte ich, dass dieser Alpha-Kanacke wandern geht. Also, wenn er seine eigenen Wanderschuhe hat, dann ist er wirklich einer von diesen Integrierten. Ich bin integriert, aber ich habe keine Wanderschuhe. Und ich war nur in der sächsischen Schweiz, weil wir extrem gute Magic Mushrooms hatten. Und wir wollten nicht in den Treptower Park gehen dafür. Weil das ist nicht wirklich Natur, ja? Du willst meistens schon in der Natur nehmen. Treptower Park ist keine Natur, weil du umgeben bist von irgendwelchen jungen Gen-Zler, die die ganze Zeit Diggi sagen. Diggi! Diggi! Jede Emotion. Digga, Digga. Diggi! Ich hab PTSD von diesem beschissenen Wort Diggi, Alter, echt. Es gibt Momente in meinem Leben, da wache ich um 3 Uhr nachts auf und bin so, Digi! Und dann merkst du, oh, okay, das war nur ein Albtraum, wirklich. Du bist kein Millennial, das ist alles gut. Das ist nicht der Ort, wo du auf Mushrooms durch die Gegend laufen willst. Ich meine, natürlich, ich hab's schon gemacht, natürlich. Aber wir wollen wirklich in die Natur und das nächste, was an Berlin dran ist, ist wirklich sächsische Schweiz. Aber hier ist so das Ding. Mein Mitbewohner und bester Freund ist, wie gesagt, Schotte und ich bin einer dieser deutschen Kanaken. Ich war noch nie wandern. Alter. Was ist solch ein Wald? Soll ich was vergraben und nie wieder zurückkehren? Was seid ihr für Opfer? Was geht ihr in den Wald, Alter? Deswegen machen auch Kanaken keinen Urlaub in Centerparks, Alter. Das ist so, das ist ein Wald, wofür du bezahlst. Und denkst, was? Nein, so, wir dachten, wir laufen durch den Wald und umarmen Bäume. Wir hatten keine Ahnung, was die sächsische Schweiz ist. Wir sind vollkommen unvorbereitet. Ich war für die Snacks zuständig. Absolut dumme Idee. Also, ich war noch nie wandern, außerdem an dem Tag, wo ich einkaufen war, war ich schon auf Magic Mushrooms. Ja, ich war im Rewe 7 Stunden lang. So. Fuck. Oh, ich hab fast 2 Stunden lang in der Gemüseabteilung verbracht. Weil ich habe so Auberginen gesehen und die waren so gut poliert, dass ich mein Ebenbild in denen erkannt habe. Aber Auberginen haben so eine Zylinderform, das heißt, dein Ebenbild ist verzerrt. Also stand ich davor, hab die ganze Zeit das hier gemacht, so. Und die ganzen anderen Leute sind vorbeigelaufen und meinen so, oh, das ist schon wieder so ein Veganer. Guck. Der muss erst einen Fruchtbarkeitstanz aufführen, damit er sein Gemüse kaufen kann. Ich habe zum Schluss nach 8 Stunden lang einfach 12 Kilo Äpfel mitgenommen, das war's. Und ich dachte, das ist super effizient, ja, 12, das ist perfekt, perfekt. Und dann kommst du am nächsten Tag in die sächsische Schweiz und merkst, das ist überhaupt kein Wald. Das sind zerklüftete Hügel, die man erklimmen muss. Ich war da mit 18 Kilo Übergepäck und meinen City-Sneakern, Alter. Ich habe am Bahnhof erstmal versucht, Äpfel for free rauszugeben. Ja. Und die ganzen Sachsen waren so, nicht von dem, nein. Das ist verdächtig. Wo sind seine Wanderschuhe? Ich nehme keine Wanderschuhe. Und das war ein Horror, das war ein super Horror, weil es hat geregnet, es dauert fast 40, 50 Minuten, bis du da hochkraxelst. Alle 3 Minuten denkst du, wir hätten zum Treptower Park gehen sollen. Scheiß doch drauf, dass die Dinger sein, jetzt okay. Du wirst jetzt sterben in Sachsen und dann bist du dann nach Sachsen kommen für deinen fetten Körper, der tot ist. Die ganze Zeit, bis du dann da bist und merkst, oh, du hast es geschafft, du hast noch ein bisschen Leben in dir, du schaffst sowas. Du bist voll froh, yes, 3 Tage lang Natur, Mushrooms. Und auf einmal fällt dir ein, oh shit, ich habe keine Toiletten gesehen hier, nirgendwo. Verdammt, wo sind die Toiletten? Ich hatte irgendwie in meinem Kopf gedacht, es wird wahrscheinlich Toiletten geben. Was, gibt's keine Toiletten im Wald? So? Und dann fällt dir ein, nein, du musst hier irgendwo in den Busch kacken. Du musst in den nächsten 3 Tagen irgendwo in dieser Natur irgendwo hinscheißen. Und das ist nicht so mein Style. Okay? Wie die Leute sagen, die jungen Leute, das ist so nicht mein Vibe, das ist überhaupt nicht so. Da sage ich nicht LOL, okay, das ist so absolut no LOL. So, ich kann das nicht, ich kann mich nicht hinhocken an einem Ast festhalten und hoffen, dass kein anderer Wanderer vorbeikommt. So. Oh, hey, hi, wir haben Äpfel for free, halt die mal, ja? So, ich brauche eine richtige Toilette. Was zu lesen, ja, ein bisschen Ambient Music wäre nice, aber das ist keine Voraussetzung, alles gut.
Deswegen bin ich auch als Kind nie gerne in Urlaub nach Frankreich gefahren, diese Bastarde, Alter, echt. Ey. War ich schon mal in Frankreich das erste Mal, ich war 15, musste scheißen, lauf auf die Raststättentoilette so. Oh, oh mein Gott, irgendjemand hat die Toiletten geklaut. Bis du merkst, nein, die scheißen einfach in ein Loch. Also, die backen das beste Brot angeblich, aber scheißen in ein Loch. So, ich brauche eine Toilette. Das ist wirklich so existenziell. So, du bist, okay, und dann merkst du, okay, du bist hier 3 Tage lang. Das heißt, das war auf einmal kein Wanderurlaub oder Urlaub, das war so Ninja Warrior Style, nicht kacken gehen die nächsten Tage. Einfach tu alles nicht dafür, um nicht scheiße zu gehen in der Natur. Also, das ist ziemlich dumm, wenn du nur Äpfel dabei hast. Ja. Perfekt für Kacken. Mein Ballaststoff. Und das war so mein Fehler am ersten Wandertag. Ich habe mir Müsli zum Frühstück gemacht. Ja. Das ist voller Ballaststoffe und daraus wird Kacke gemacht. Das ist ziemlich dämlich, sowas zu essen, wenn du nicht scheißen willst, Alter. Und dann habe ich mir so einen Mushroom-Tee gemacht. Das ist der beste, effektivste Weg. Ich spreche nur noch zu dir, weil du bist so interessiert an den Mushrooms. So wie du aussiehst. Ja, und die Scheiße interessiert mich nicht, aber die Drogen, nimm mir mal her von den Drogen. Der beste Weg ist klein machen und dann in einem Tee ein bisschen Honig, schmeckt nicht so schnell. Und es kommt super schnell. Nach 30, 40 Minuten schmilzt die Welt. Das ist so wow. Und ich meine mit Schmelzen wirklich, alles schmilzt. Und du bist so oh, wow. Und das habe ich gemacht. Ich habe Müsli gegessen, habe meinen Mushroom-Tee getrunken. Und dann gehst du wandern und du merkst, verdammt, diese Wege sind super schmal. Und nicht nur das, auf der linken Seite so hast du Vegetation, du hast so Felsvorsprünge und Äste und auf der rechten Seite hast du einen Abhang. Das heißt, auf der linken Seite Verletzung, auf der rechten Seite der sichere Tod. Und in der Mitte ist so ein schmaler Weg, wo du die ganze Zeit nur denkst, oh mein Gott, ich bin high, oh, bloß nicht einscheißen. Oh, das wäre super peinlich, wenn du high dir in die Hosen hast. Oh, und das noch in Sachsen, oh mein Gott. Oh, dann haben die einen Grund, uns Ausländer zu hassen. So mein Mindset war das so. Ich war super high, ich war so high. Nach 40, 50 Minuten haben so Körperteile angefangen mit mir zu kommunizieren. Ja, meine Füße waren so, hey, zieh doch die Schuhe aus, dann hast du mehr Grip. Und ich versuche zu überzeugen, nee, glaub uns, wir kennen das. Mein Arschloch war so, sollen wir aufmachen oder zulassen? Um mich besser zu fühlen, das Einzige, was mir blieb, ich habe dann einfach in meine Schuhe geschissen und sie über Schlucht geschmissen. Vielen Dank, Leute, das war's von mir. War der absolute Klasse.